Also ich habe die Prämie noch nicht, aber ich werde sie machen hier. Heute. Euch zeigen. Oh. Das Ding, naja. Knutschkugel! So. Es macht so einen Spaß, ihr seht, es macht voll Laune. Hui. Ja. Ja, auch mit mehreren. Wir sind ja schon mit 7 Mann sind wir ja auch schon hier lang gefahren, geplästert. Das funktioniert ja. Muss man nur halt wissen, wie, dann geht's. So. Boah, ich hätte mal Angst, dass wenn man nach hinten guckt, dann ist sofort die Kofferraumscheibe. Ich hätte da viel zu viel Muffen mit dem Ding zu fahren. Ja. So sieht ein Fiat 500 von innen aus. Ja. Sehr schön, auch sehr, genau, detailliert die Autos im Cockpit. Das hat man ja in der letzten Zeit sehr selten bei Rennspielen gehabt. Da war zum Beispiel, wenn ich überlege, Grid 2, glaube ich, war, glaube ich, keine. Und Grid Autosport, da haben sie dann so verwaschene Cockpit-Texturen gehabt. PSN wieder down. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ist ja echt ein Game für mich, nur leider spielen meine Buddies kein Rennspiele. Aber ich. Aber ich spiele Rennspiele. Genau, komm einfach zu uns. Genau. Und wie gesagt, man braucht also um einmal rund um die Karte, Küstenstraße wohlgemerkt, einmal um die Karte zu umrunden komplett. Ja, so 4,5 bis 5 Stunden braucht man. Wenn man da gut am Ball bleibt. Also kann man da so ungefähr so einen groben Eindruck bekommen, wie groß die Spielwelt ist. Das ist aber eine Knutschkugel, das kleine. Huch! Huch! Nee, da ist die Polizei. Entschuldigung. Und ich finde auch, dass bei dem Rennspiel wirklich sehr gut gelungen ist, der Tag- und Nachtwechsel. Weil man hat wirklich das Gefühl, man fährt hier stundenlang, ich meine, macht man ja sowieso, aber stundenlang rum und dann wird irgendwann erst so ganz peu à peu Nacht und so ein Sonnenuntergang, Sonnenaufgang auch sehr geil gemacht. Dann gibt es auch Schneegebiete in Salt Lake City und sowas. Na. Ja, uah! Hoppala! Das war nicht sehr schön. Super, wäre perfekt, bin dabei. Wenn ich mir den nächsten geholt habe. Ja? Wo bleibst du denn? Immer muss man auf jemanden warten. Ja, ich hatte sogar einen Unfall. Du kommst nicht hinterher. Prost! Ach, das sehe ich ja. Ich sehe es gerade. Du hast eine niedrige Fahrzeugstufe. Eine Fahrzeugstufe. Ja, bei dem Spiel ist halt quasi jedes Fahrzeug ist. Wie soll man sagen, das Fahrzeug ist quasi dein eigener Charakter. Ja, das ist quasi ein riesengroßes Open World Online, Massively Online Rollenspiel, Renngame, kann man sagen. Genau. Das Auto ist dein Avatar. Und dann gibt es halt verschiedene Fahrzeugklassen: Performance, Rallye, Gelände, Rennen. Straße und ja, übers Gelände plästern. Und du tunst halt dein Auto auf, auch so Stoßstangen wechseln, Aufkleber und alles Mögliche, Pipapo, Felgen. Boah! 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 Wie kann denn so ein Fiat 500 einfach mal so ein LKW zum Umkippen bringen? Guck mal da, für dich. Guck mal, für dich. Entschuldigung. Das sah sehr gut aus. So, jetzt sind wir gerade Hill Country. Oder Hill County. Bahnübergänge gibt es auch und die funktionieren auch. Wir sind also Realtime fahrende Züge, nicht so wie in anderen Rennspielen, wo die Züge einfach nur so dumm dastehen. Die Züge fahren wirklich auf der Karte rum. Ja, also irgendwann hast du dann echt mal
Irgendwann hast du echt mal das Pech, dass du dann über den Bahnübergang fährst und die Schranken sind unten. Entscheidest du dich drüber zu fahren oder bleibst du davor stehen? Ja, genau, und das auch in Rennen und alles. Und die Städte, die sind wie gesagt riesig. Also auch alleine New York ist so groß, wie es in GTA 4 war. Ja, die Map. So, da sind wir jetzt in Dallas. Jetzt müssen wir einmal nach Armadillo. Das ist da oben. Weg von Setzen. So, ich kann ja mal kurz reinzoomen, damit ihr das seht. So, das ist Realtime. Ihr seht da unten die Autos. Ja, da steht mein Auto, da steht Renés Auto. Das ist alles Realtime. Ja, hier fahren sie. Das funktioniert alles. So, man sieht auch mal ab und zu mal so ein Helikopter fliegen und solchen Gedöns. Flugzeuge, genau, Jets. Wie an Baustellen wird auch gearbeitet. Ja, Heißluftballons, genau. Ja. Ja, wir werden auch so viel sehen heute Abend hier in dem Spiel. So. Ich werde nochmal in die Cockpit-Ansicht wechseln. Man kann auch die ganzen Anzeigen ausschalten. Also jetzt zum Beispiel dieser digitale Tacho links oder die Karte. Wer gerade in der Crew ist und so. Oh! Huch! Das war knapp. Huch. Wow. Oh, erstmal durch den Vorgarten gefahren. Mist. Nee, aber kann ich machen, wenn du möchtest. Stimmt. Ich werde mal eben kurz die Party dazu schauen, weil das glaube ich bei The Crew ist es glaube ich besser. Ich sollte vielleicht mal eben die Einstellung abändern. Moment. Dann kannst du das nämlich aktivieren. So, ja, ich möchte, dass die. Ja, ich möchte, dass die Party. So, jetzt musst du das nur halt in der Party umstellen und dann geht das. Dann hört ihr nämlich den René auch. Und dann wundert ihr euch nicht, warum ich selbst Gespräche führe. Ich meine, mache ich ja sowieso. Na? Ich bin so ein bisschen aus dem Bild gerutscht. Uah. Aus dem Bild. Fahr doch, du Ochse! Mann! Servus. Ja. So. Aua. Ist Konsumalgi noch da? Ich höre ihn gar nicht mehr. Nee, das ist aus der Party raus. Jetzt Ach ja, stimmt. Warte, warte der ist bestimmt essen. ich. War doch am Essen. Ja. So. Ja. Und alles, was hier auf der. Da zum Beispiel ist eine Sehenswürdigkeit, da ist eine Antenne. Wie man von den guten Ubisoft-Spielen kennt. Bei den Antennen kann man dann halt. Ja, die komplette oder beziehungsweise einen gewissen Teil der Karte aufdecken. So wie Sehenswürdigkeiten, neue Rennen und sowas alles. Und Wrackteile. Autoteile. Ja. Weil man kann auf der ganzen Map insgesamt, ich glaube, drei waren das, ne? Oder waren es vier Wracks? Warte mal, es gibt ein Performance, es gibt ein Rallye, Gelände und Straße. Vier, ne? Genau. Vier geheime Autowracks gibt es in jeweils jedem Gebiet liegen 20 Teile rum. Und die muss man dann halt finden. Ich komme nicht Sind ins fünf PSN Grad. rein. Ach ja, er kommt da nicht ins PSN rein, stimmt ja. Schauen Richtig. wir schon wieder an. So, hier haben wir übrigens einen schönen Windpark. Das sieht so toll aus, auch mit der Skyline im Hintergrund. Wenn man so mal guckt. Also, das ist wirklich eine massive. Hallo, Trollfine, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play The Crew. Wir fahren hier so ein bisschen rum, machen ein paar Prämien, schließen wir ab. Fahren so ein bisschen durch die Vereinigten Staaten. Fahren gerade den Fiat 500 Abarth. Du fährst auch gerne in der Pampa, ne? Kann das sein? Ja, ich hätte ihn so gern Offroad. Ja, vielleicht kommt es ja noch, dass er Offroad Weil der gemacht Mini wird. Offroad macht richtig, richtig Fun. Habe ich noch nicht ausprobiert. Dann gehe ich jetzt Und halt ich hätte. erst duschen und versuche es nachher. Ja, vielleicht die Konsole einmal ausmachen oder so, mal warten. Vielleicht klappt es ja dann. Oh, die Lichter haben sich eingeschalten. Jo, Licht an. Das heißt, wir gehen so langsam auf Nacht zu. Dann seht ihr auch gleich mal die Nacht. Ich glaube, das ist jetzt schon, ja, das ist schon die letzte. Dann haben wir noch eine in den Südstaaten. Uah. So. Huch.
Und schon sind wir in Amarillo. Natürlich fährt man in echt, Amarillo. ja, fährt man natürlich nicht in echt mit 300 da in die Richtung. Du vergisst auch ab und zu mal oben auf die Lustig. Linie zu gucken, ne? Ich bin So. dir eigentlich nachgefahren. Prämie bekommen. Wie viel kostet The Crew Jackpot. nochmal? The Crew kostet, ich glaube, 60. 60, ja, um die 60 sind's. Vor 60 zwei Euro. Wochen war ein Mediamarkt im Angebot für 50. Ja. An der Werbung. So, Florida Coast. Das habe ich doch auch schon gesehen. Das war. Wo war das denn nochmal? Florida Coast. Wo war Florida Coast? Florida Keys? Nee. Florida Coast. Oder sind es die Keys? Wo ist denn Florida Coast? Palm Coast? Nashville? Okay, das kann ich mir nicht leisten. So, jetzt muss ich mal kurz schauen, wo haben wir denn Florida Coast an Sehenswürdigkeit? Also ich habe hier nur Florida Keys. Oder ist hier noch irgendwo Florida Coast? Hier ist Florida Westküste, Golfküste. Nee, wenn, dann sollte es schon Florida Coast heißen. South Beach. Autohändler natürlich nicht. Mid Beach, North Miami, Westküste. Westküste Floridas, Tampa, Golfküste, da ist wieder Dallas, Sumpf, Bayou. Vielleicht sind es auch die. Aber Florida Coast? Coast heißt doch nicht Keys, oder? Christa. Vielleicht ist es ja doch der North Beach. Es gibt nur Westküste Floridas. Ist als Schüler ohne Job ein bisschen schwer an so viel Geld zu kommen. Das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Das stimmt. Was hast du jetzt gesagt, René? Es gibt hier nur die Florida Westküste Floridas. Ja, aber wenn, dann sollte schon nur stehen. Wir probieren das einfach mal jetzt von. Shadow Cape Canaveral. Mid Beach. North Bay. South Beach, Harbor, Tower, Miami, Little Havana, Grove County. Was wäre denn das nächste? Wäre Swamp. Wo haben wir denn den Swamp? Den habe ich doch gesehen. Das war doch hier irgendwo, oder? Sumpf ist Swamp, ne? Ja. Swamp ist Sumpf. Und danach kommt Port Isabel. Port Arthur? Port Isabel, ja, dann ist es wahrscheinlich hier irgendwo. Sumpf. Tampa. Florida Westküste. Florida Coast. Vielleicht ist es das, ne? Mach mal, gehen wir mal nach Florida Coast. Nein, nicht Wegpunkt setzen. Entschuldigung. Blitzreise. Prost zusammen. Prost. Und so viel habe ich für die PlayStation 4 noch nicht. Okay. So, ich habe eine Freundschaftsanfrage angehalten. Ich werde die Freundschaftsanfragen annehmen, sobald ich dann den Stream beendet habe. Ich mach mal den Wegpunkt zum Sumpf. Ich hoffe, das ist Kann man nicht ein richtig. schönes Auto nehmen? Ja, wir wechseln natürlich jetzt wieder. Hast du den Shelby GT500? Den neuen oder den alten? Den neuen? Sekunde. So, ich schau mal eben. Performance oder? Ja, das Performance, ist der ja. Performance. So. Aber noch nicht in unserer Lackierung, leider. Ja, macht ja nichts. So, dann probieren wir das mal aus. Einmal durchfahren, Westküste. Stopp, zurück, nicht durchgefahren. Das ist ganz wichtig bei dieser Prämie, dass ihr halt da die Sehenswürdigkeiten einmal durchfahrt, dass ihr einmal diese Anzeige bekommt. Und ihr dürft nicht blitzreisen. Das ist ganz, ganz wichtig bei dieser Prämie.
Können wir schön die Kilometer runterfahren. Genau. Schön, die sind insgesamt 16 Kilometer sind das jetzt. Wenn wir mal in die Cockpit-Ansicht wechseln. Das ist aber auch das Schöne daran. Ja. Problem ist, die Spiele, die ich habe, die ich haben, würde ich auch gern behalten. Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Aber manchmal hat man so Spiele, wo man sagt, ach, liegt eh nur rum, wann spiele ich das noch? Und, achso, viele, die noch nicht fertig gespielt sind. Ah, okay, ja gut, dann. Dann, wo bleibst du denn? Und jetzt komme nicht an, ich habe keine Fahrzeugstufe auf deinem Level. Ja, wenn schon, ne, denn schon. Ich sag nur LKW. Ah, okay. Mhm. Ja, und ihr könnt gerne bitte mal schreiben, falls ihr Lust habt, ja, was ihr gerne um 22 Uhr sehen möchtet. Denn 22 Uhr ist ja wieder Horror-Time, hier in der Let's Play Live-Show. Wie gesagt, Outlast vielleicht mal wieder ein Speedrun oder Daylight oder PT mal wieder eine Runde, ein Ründchen. Ja, dürft ihr selber mal entscheiden. Wow. Das Schlimme bei der Motorhaube, die du hast, da kannst du kaum im Cockpit fahren, weil du siehst durch den Filter, siehst du gar nichts. Gar nichts. Nicht. Aber ich bin leider außerdem durch den Flugtest gefahren. Ja, ich hab's gemerkt. Hui! Wow, yeah. Das war nicht sehr produktiv. Elegant. Bahnübergang! Ich mag Züge. Oder guck ein, was? Guck nach. Einen gebrauchten muss ja nicht immer neu sein. Ja, genau. Oh, hier kann man es mal kurz zeigen. Ja, natürlich schub mich doch direkt auf die Schienen. So, jetzt gerade der Bahnübergang zugegangen. Also die. Und da kommt doch schon der Zug. Dann habt ihr das jetzt auch mal gesehen. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr mies, wenn das im Rennen passiert. Ja. Das passiert gerne mal im Rennen. Ich kenne von Lietzing schön weggeschossen vom Zug. Genau, und dann fahren die auch weiter, sobald die Schranken oben sind, die der Verkehr und weiter geht's. Also alles, wie gesagt, sehr, sehr schön, kleine Details im Spiel, die sehr viel Fun machen. Auch, wie gesagt, die Tierwelt, Offroad und so. Ab und zu gelegentlich, genau, Eichhörnchen, Waschbären, Bären, es gibt sogar Bigfoot, ja, es gibt ein Einhorn, alles Mögliche. Man kann die Viecher nicht plattfahren, also die laufen weiter, aber die quietschen dann ein bisschen. Hast du Amnesia noch? Nee, habe ich leider nicht mehr auf Platte. Ich hatte es mal, ich hatte beide Teile, Amnesia. Und das hätte ich streamen können auch, auf dem Mac dann. Leider bei der PlayStation dann nicht findbar, aber über den Browser. Da hätte ich auch mal wieder Bock drauf auf Amnesia. Stimmt. Vielleicht muss ich mir mal wieder besorgen. Da habe ich auch geblutet. Aber ich weiß nicht, ob mein Mac das dann noch mitmacht, so, weil ich habe ja da so viel mit Bearbeitung von den Videos und Programme drauf und so. Nächste Ausfahrt, nicht die erste. Boah, was für ein Gewurzel da auf der Karte an Straße ist. Das gibt's gar nicht. Ich würde mich da gar nicht zurechtfinden in den Vereinigten Staaten. Das ist. Ich glaube, ich wüsste gar nicht, wo ich da hinfahren müsste. Stell dir so ein Autobahnkreuz in Deutschland mal vor. Unmöglich. Ah, je. So, und ihr seht die Skyline und alles, das ist echt. Und die Sonne geht gerade unter. Zumindest, ja, dämmert's schon so ein bisschen. Wow. Jetzt Weihnachtsblind. Ja. Huch. Schade, ja. Leider. Leider nicht. Leider nicht mehr. Das ist so toll gemacht mit dem. Abfahren! An alle Verfolger. Unser Ziel, werden wir wieder verfolgt? Nein. Nein. Komme ich nur da drauf. Und was hier oben immer so die geschlängelte Linie seht, das ist das Navi im Übrigen. Für Leute, die sich fragen, was das ist, kann man auch abschalten, dann muss man sich halt auf die Karte verlassen. So, da sind wir schon in Bayou, also quasi gleich am Sumpf angekommen. So, dann haben wir ja danach nur noch Port Island. 40, 45 Euro gebraucht, ja? Guter Preis. Das stimmt. Oh, es geht Offroad.
Ja, rote Linie. Ja, hat er von dir trotzdem Das gezählt, geht. obwohl du Auto gewechselt hast? Ja. Okay. Aber das geht mit Performance, das kleine Stück hier. Ja, das kleine Stück, das war mal. Uah. Huch, Entschuldigung. Ey. Ich fahre einfach mal hier durch die Pampa, denn hier ist ja der Sumpf. Oh, So. ich rutsche, ich drehe mich. Ja. So, ich schaue währenddessen, du da durchfährst, schaue ich schon mal nach Port Isabel. Das habe ich auch gefunden. Das war hier unten, glaube ich, ne? Da unten ist es. Richtpunkt setzen. Das ist auch ein ganz schönes Stück zu Route wird fahren. berechnet. Route wird berechnet. Ich bin für 50 losgeworden. Ja, Konsumer, das stimmt. Ich fahre jetzt einfach mal hier durch, wieder durch die Pampa. Uäh. Ja. Das ist. Auto ist dafür nicht gemacht. Warum hab ich hier Fische zwischen den Füßen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, da ist eine Wasserschlange. Nicht mehr. Ja. Die wollte mich beißen. Boah, ist das. Oh, Moment, just a moment. Ich muss mal kurz am Straßenrand anhalten. Moment. Oh, kleiner Moment. Oh, kleiner Moment. Ah, Moment. Oh, so, jetzt können wir weiterfahren. Oh. Was war denn jetzt los? Ja, die Sonne blendet mich. Ich musste meine Sonnenbrille rausholen. Ah, Oh, das ist. das ist viel, viel besser. Oh, ja, das ist. Mann, es ist ein geiles Wetter hier auf der Straße, auf dem Highway. Hallo Nightbot. Hallo. Wir können ja mal die Route 66 abfahren. Ja, müssen wir auch machen. Ist auch eine Prämie, glaube ich. Ja. Die so. 21 Kilometer. Holla, die Waldfee. Oh, abbiegen. Hui. So. Und ihr seht also auch diese Dämmerung und wie lange das jetzt dauert, bis wirklich Nacht ist. Das braucht schon so seine Zeit. Aber ich finde es richtig cool. Ja. So. I'll be back. Und sonst Vor mal allem hier alles klar? Was? das Abfahren hat ja auch seinen Vorteil, man kriegt immer mehr Gefühl fürs Auto, für die Kurven, für die Straßen, Genau. für die verschiedenen Straßentypen. Also es ist Richtig. schon zu empfehlen zu machen. Boah, das sieht so toll aus. Alles klar bei dir da hinten? Jo. Alles gut. Oh, überhole 2000, 25.000 Autos in Geländeausstattung und was noch? In Rennausstattung? Was? Aus dem Weg? Wieso kriege ich jetzt permanent Prämien? Hä? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber ich habe jetzt permanent, glaube ich, drei oder vier Prämien gekriegt auf einmal. Ich weiß nicht warum. Du Arsch. Ich habe keine Ahnung. Was war das? Was war das? Was war das? Ey! Und sowas kann man natürlich auch machen. Das kann man ja im echten Leben natürlich nicht, aber hier geht's. Hier kann man es machen. Was hast du denn da? Wie, was habe ich denn da? Ich habe eine Sonnenbrille auf. Es ist gerade Sonnenuntergang. Scheiße. So. Ach ja. Du sitzt dir beim Zocken. Uah. Warum siehst du das gerade? Ja, ich hatte einen Stream am Tablet auf. Ich guck doch zu nebenbei. So. Achso, Lichthupe geht übrigens auch. Ja, so, ne. Man sollte aber auch nach vorne gucken dann. Boah, jetzt kommt, jetzt ist mir das zu affig. Entschuldigung. Ich wollte das jetzt den ganzen Stream durchziehen, aber es geht nicht. Schups. Huch. Mist. Kacke. Hier, Karma ist ein Arschloch. Okay. Ich habe gerade eine Nachricht von Banane bekommen, aber ich kann gerade nicht mit Kram fahren. Schick mir das bitte per Handy. Obwohl, ich habe Handy auf Flugzeugmodus. So. Come and fly with me. Mein Gott, wow. Herr Bananenbrot ist online. Ja, vielleicht sollen wir mal eine Party einladen. Bin ich noch Partyleader? Nee. Oder? Nein, ich bin's, glaube ich. Oh, Ja. erziele zu 50 super Überholmanöver. Ich Das habe jetzt zum sieht Partyleader geworden. kacke aus mit der Brille. Aber danke Ah, ich werfe mal ran. für deine offene Meinung. Ja, lade ihn mal ein. Huch. Du bist gerade ausgefahren, ne? Ja, ich bin gerade im
PSM-Menü gewesen. So. Ja, müssen ja sowieso hier an der Autobahn drunter herfahren. Polizei gibt's auch. Ja, bekommt man dann ein bisschen Stress, wenn man. Also rast nicht, aber wenn man zum Beispiel so andere Autos rammt und sowas. Und ja. Endlich mal ein Spiel mit schöner Cockpit-Ansicht. Ja. Also wollt ihr die. Was? Flex? Reflex brauchte Fliegerbrille. Ich komme später vielleicht. Jo! Wie gesagt, 22 Uhr gibt es wieder Horror. Ich kann ja mal ein bisschen länger Cockpit fahren. Na? Man kann sich auch so ein bisschen hier umsehen im Cockpit, so ein bisschen gucken, so. Wow, geil, ja. Uhu. Ich finde es total cool. Vor allem, wenn man. Ich kann ja mal eben das Interface ausmachen, dann sieht man das mal. Stunt-Interface brauche ich nicht, Tacho nicht, Crewfenster nicht, Minikarte brauche ich auch nicht. So, den Rest lasse ich an und dann sieht man das mal. So, jetzt habe ich nur den Streifen an. Man kann auch diese ganzen Tests und die Sehenswürdigkeit kann man auch ausschalten. Das Einzige, was nicht auszuschalten ist, sind halt die Spielernamen, die in der Welt gerade unterwegs sind. Aber das macht richtig Fun. Und wenn man da noch die passende Musik hat, dann ist das richtig toll. Oh ja. Na? Oder eine lustige Hallo Gruppe hat. Klangkasper, schön, dass du eingeschaltet hast zur Let's Play Live Show. Heute mit The Crew, wir fahren ein paar Prämien ab. Was? Du kommst vielleicht später zu mir? Was? Ja, okay. Ja, warum nicht? Wie gesagt, sind wir wieder herzlich gerne eingeladen hier. So. Uah. Uah. Boah, das ist so cool. Ich glaube, Painkiller war das mit der Cockpit-Ansicht, der gefragt hatte. Oder gesagt hatte, war eigentlich mal ein Spiel mit super Cockpit-Ansicht. Bitte Ja, Niveau behalten, ja? Das ist ganz wichtig. Ich habe Party mit eingeschaltet. Ach so. Ach so. Ja, heute mal doch mal, weil wir ja eh. Und es klang so ein bisschen doof, wenn ich mich allein unterhalte und darauf antworte: so, ja, ja, nee, finde ich auch gut. Ja, und die Leute denken dann so im Stream: so, hä, worüber erzählt der? aber Oder dass du wen? einen an der Waffel hast, das wissen die Das, Leute im ja, Stream das wissen auch. sie sowieso, dass ich einen in der Waffel habe, auf jeden Fall. Ja. Ja, oh, ist Hallo, das liebe Leute im geil. Stream. Herr Bananenbrot lässt grüßen. Ja, genau, Hast du Banane es ist auch überhaupt da. eingeschalten, dass es mit übertragen wird? Musst du das mal neu machen? Ja, ganz dämlich bin ich nicht. Ich habe zwar einen Tee, aber Oh, was? dämlich bin ich immer noch nicht. Oh, ich wollte eigentlich gerade die Aussicht genießen. Was? Aua, meine Stuhlkante. Ich hab dich 300 Meter weit weggeschossen. Nein, ich habe. Ladet mich mal in eure Crew Ich habe ein. keine Prämie erhalten. Das heißt. Aber ich, Flusslauf. Willst du mich veräppeln? Nein. Wieso habe ich denn. Nein, habe ich wirklich eine verpasst? Mist, dann habe ich einen. Dann habe ich doch tatsächlich eine Sehenswürdigkeit verpasst mitzunehmen. Gut, dann muss ich die anderen hake ich erstmal ab. Die habe ich alle. Dann muss ich die privat dann nochmal fahren. Ist ja kein Thema. Das war Florida Küste, ne? Küste, schreibe ich mir nochmal auf. Schick mir mal kurz eine Einladung, dann mache ich Ja. mit. So, Banane einladen. Mal gucken.